Servus und Weidmannsheil hier aus Loggers Point, The Hunter, dem Jagdsimulator. Da oben sind drei Maultierhirsche. Das werden die sein, die wir sowieso schon kannten, als wir eben den vierten rausgeschossen haben. Das müsste der sein, der noch am höchsten ist. Da ist auch noch ein weiterer. Oh, der sieht, na, der sieht mir sogar. Der sieht mir noch größer aus als der da oben. Und wo ist der dritte? Der dritte ist wahrscheinlich auch schon irgendwo in der Senke drin. Auf jeden Fall nochmal rufen. Sie sind ja doch irgendwie hier in die Richtung unterwegs. Und dann müssen wir schauen, wenn sie eben hier vorne über diese Kante dann irgendwann wieder hochkommen. Müssen aber auch schauen, hier nach rechts orientiert. Nicht, dass die da ein bisschen weit nach rechts rüberziehen. Das ist halt jetzt, ja, hätte ich gewusst, dass das doch hier jetzt so lange dauert, hätte ich hier ein bisschen zwischen den Folgen springen lassen. Das ist jetzt hier rumliegen, warten, bis die kommen, natürlich doch etwas langweiliger. Mal zum Fernglas greifen, da haben wir noch recht große Sicht. Dann hier so die Kante immer so ein bisschen hin und her. Wann kommt denn da was? Und auch hier zur 7 mm schon mal greifen. Machen hier das Magazin nochmal voll. Damit wir auf jeden Fall auch wissen, wir haben geladen. Wir sind schussbereit. Bei der Gelegenheit können wir hier, naja, komm. Da müssen wir noch nichts. Oh, da kommt was hoch. Oh, falsche Taste. Da müssen wir hin. Welcher ist das? Ist das der ganz große, den ich haben wollte? Ja. Das ist er. Ja, der ganz große. Er ist kleiner als der vorhin, aber von diesen dreien, die hier unterwegs sind, eben noch der größere. So, müssen wir noch schauen. Da ist jetzt noch ein bisschen Stein im Weg. Komm hier hoch. Ja, so ist er brav. Bleibst du jetzt noch kurz vielleicht stehen? Nicht, dann eben nicht. So, die anderen flitzen natürlich hier weg, das ist klar. Da einer und hier rechts müsste noch irgendwo einer flitzen. Ne, den haben wir schon verpasst. Von diesen drei eben auch wieder den größeren. Und das ist so die Art, wie ich gerne dann eben so Rudel jage, dass ich so nach und nach mir immer die vermeintlich größeren, und hier war eben nicht nur die Score-Vorschau höher, sondern man hat auch, glaube ich, ganz deutlich sehen können in der letzten Folge, dass eben da das Geweih auch ein gutes Stück größer ist. Und daher eben jetzt den genommen. Die anderen beiden, ob wir sie verfolgen, ich weiß nicht. Ich bin am Überlegen, ob wir eine Schnellreise zum Zelt machen. Mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas noch erwischen. Und dann von dort aus weiterziehen. Denn die zwei, die jetzt hier noch unterwegs sind, die sind natürlich auf jeden Fall dann deutlich kleiner als jetzt die beiden, die wir hier erlegt haben. Da unten liegt er in der Kuhle drin. Schau mal noch kurz. Hier können wir noch Spur aufnehmen. Ist die Spur komplett neu? Nein, vorherige Spur. Das waren also wirklich die, die da noch unterwegs waren. Auch der sieht definitiv nicht verkehrt aus. 185,95. Also definitiv auch ein schönes Exemplar. Können wir auch ein Bildchen von machen. Aber ist eben jetzt nicht der allergrößte. Ah, wir schauen mal, ob wir den hier. Naja, da muss ich die Kamera drehen. Ob wir den hier ein bisschen hochgezogen bekommen. Vielleicht an die Stelle, an der auch das Blut der Anschuss war. Ja, hier. Wird doch. So, dann kann der sich hier so hinstellen. Wo ist unser Hund? Unser Hund ist da. Du kommst hier hoch. Machst Sitz, drehst dich so und noch ein Stück zurück.
So, und dann wird das hier unser Bild. Ah, schade, mit der Kamera komme ich nicht weiter nach rechts. Ah, dann machen wir so, dann haben wir das Gesicht vom Jäger doch noch halbwegs mit drauf. Ah, so. So können wir das machen. Ist doch auch noch ein schönes Bild geworden. Und man bedenke, das Ganze ohne Geruchsreduzierung, ohne Gesichtsbemalung. Also ich weiß nicht. Ich habe das ja eine ganze Weile immer wieder ganz, ganz viel genommen, kaum ohne unterwegs gewesen. Und in letzter Zeit ist es doch etwas seltener im Einsatz. So, hier können wir auf jeden Fall noch Spuren aufsammeln. Warten, bis Foto hochgeladen ist. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir die Schnellreise. So, da haben wir hier von dem noch die dritte Spur. So, Schnellreise zum Zelt und schauen mal, was da abgeht. Kojote, Weibchen, dann Hühnchen, leg dich mal gleich hin. Schauen noch mal von dort drüben, das heißt. Also wir schauen mal, wenn wir hier ein kleines bisschen rübergehen, dass die vielleicht den Hund auch nicht direkt mitbekommen. So, von etwa hier. Kojote rufen. Und warum sage ich die? Kojote ist gerne im Rudel unterwegs. Deswegen gehe ich jetzt blind einfach mal davon aus, dass es hier auch mehrere Tiere sind. Wie gesagt, Kojote, Maultier, Hirsch, Schwein. Und auch Fasan hat man hier in der Gegend doch immer wieder. So, erstmal auch noch einen kleinen Rundblick. Da kommt Kojote. Na, ist doch nur einer. Oder nur eine. Der Ruf war ja weiblich. Immer auf jeden Fall mal Sichtung. Sichtung haben wir. Schauen uns trotzdem nochmal ganz kurz um. Aber nee, ist sonst auch nichts zu sehen. Dann warten wir hier noch kurz. Hündchen liegt irgendwo brav. Wo liegt er? Ach so, da hinten, da. Sollte also auch nicht hier in Gefahr sein für den Kojoten. Da ist er. Bumm. So, Magazin auch wieder voll, denn dann sehe ich immer auf den ersten Blick, wenn vorne die 5 ist, dass ich auch geladen habe. Ist so eine kleine Sicherheitsmacke, die ich mir versuche anzugewöhnen, damit ich eben nicht wie sonst gerne mal diese Stellen habe, wo ich schießen könnte, wenn ich denn geladen gehabt hätte. So, ich schau mal noch kurz. Möchte noch eine weitere Spur, da haben wir eine, die dann die Blutspur, die Blur noch aufnehmen. Wer letzte Woche Hunter gesehen hat, weiß warum Blur. So, und da haben wir, ja, 16,9 Kilo, nicht das größte Exemplar, aber ein schöner Schuss, ein schöner Herzschuss, obwohl die in Bewegung war, sauber gemacht. Und Kojote kann man auch mal ein Bildchen machen. Habe ich nicht ganz so oft auf meiner Strecke liegen. Von dem her ist das durchaus ein Bildchen wert. Und ja, man sieht hier, ich drehe mich immer so, dass der Schatten eben nach hinten weggeht. Da sind die Lichtverhältnisse fürs Bild wirklich immer am besten. Das sind so kleine Tipps, wie die Bilder vielleicht auch noch mal einen Tick besser werden könnten. So, da hören wir Fasan. Fasan wird aber sowieso seinen Ruf noch oft genug wiederholen. Da brauchen wir uns jetzt nicht zu beeilen. Ja, komm hier noch ein Stückchen weiter nach vorne. So, jetzt hier aufrecht. Dann dreh dich weiter. Komm, dreh dich weiter, dreh dich weiter. Einmal so, wie ich das will. Ja, so in der Art. Blick zum Jäger, warum denn nicht? So, gehen wir hier noch so ein Stückchen rüber, dann haben wir den Hund auch noch schön mit drauf. Zack.
So, und dann reicht das dann noch, um Coyote mit aufzunehmen. Ein Männchen da hinten. Ja, da haben wir jetzt natürlich keine so dolle Sicht. Also, den werden wir vermutlich von hier oben nicht sehen können. So, Hugo, einmal ablegen. Ah, von mir aus auch unten drunter ist auch in Ordnung. Dann können wir dich zwar von hier oben nicht sehen, aber. Ah, nee, Fernglas wollte ich. Aber du verjagst uns da auf jeden Fall auch nichts, weil du rumrennst. So, hier hinten, nee, also das wird da noch irgendwo hinten dran gewesen sein. Sonst hätten wir da jetzt mit der 22er auch mal noch einen Schuss wagen können. Da wir jetzt hier mit Coyote natürlich laut geschossen haben, macht es jetzt wenig Sinn, hier sitzen zu bleiben. Also es kann zwar sein, wenn ihr jetzt kein Let's Play wie ich hier macht, dass wenn ihr hier jetzt 10 Minuten sitzen bleibt, dass dann entweder zumindest der Fasan weit genug ist, hier vorgekommen ist, um ihn zu schießen, oder aber schon wieder andere Tiere kommen. Im Let's Play jetzt hier 10 Minuten still sitzen bleiben, natürlich schon auch. Ja, ah, ist eher die Richtung, habe ich mich vertan. Aber nee, das sieht man auch schon auf der Karte, das ist da irgendwo noch hinten dran. Also da werden wir noch nichts sehen können, geschweige denn schießen. Von hier hinten kommen gerne dann mal Maultierhirsche, wenn sie kommen, hierher. Aber wie gesagt, durch den lauten Schuss gehe ich jetzt weniger von aus. Und ich meine, ich hätte so gegen 11 Uhr hier auch mehr Glück mit Maultierhirschen als jetzt hier 10, halb 11. So, wir ziehen hier vorne hin weiter. Da gibt es ja auch noch mal einen Ansitz. Da werden wir jetzt mal die Richtung einschlagen und schauen mal, was dort noch so kommt. Auf jeden Fall besser als hier eben still rumzusitzen und zu warten, bis sich dann wieder ein Tier zu uns nähert. Ich glaube, nach dem Schuss werden wir hier auch noch ein paar Schritte aufrechte gehen können, ehe wir dann wirklich wieder in die Hocke runtergehen. Sagen wir mal so bis 1,7 Kilometer, also 1700 Meter, können wir hier auch. Es sei denn, wir finden vorher eine heiße Spur oder bekommen noch einen heißen Call. Ansonsten können wir bis dahin erstmal noch aufrecht laufen. Machen wieder ein bisschen mehr an Gebiet, was wir eben schnell überwinden. Sind im Laufen nicht ganz so laut wie im Rennen. Und hier auf offener Lichtung haben wir ja auch relativ gute Sicht. Dass wir eben schon sehen, ist da irgendwo in der Ferne was, was wir denn verjagen könnten. So, da war also noch ein Kojote. Wir sehen nicht, wie alt die Spur ist. Sehe ich bei Kojote, bei Kujute, bei Kojote, bei den Fußspuren. Da kam das U her. Bei den Fußspuren noch nicht. Also vielleicht war hier unser Kojotenmädel doch nicht alleine unterwegs, aber einfach viel zu schnell. Und deswegen haben wir die anderen nicht mehr gesehen. Man weiß es nicht. Ich will hier noch eine dritte Spur finden. Auch wenn wir hier jetzt nicht in Richtung Ansitz direkt laufen. Wir haben mal so einen kleinen Schlenker dann drin, einen kleinen Umweg. Da ist sie. Die dritte Spur. Drei Spuren wisst ihr ja immer gut. Die ersten drei Spuren geben die meisten Skillpunkte. Dann können wir hier wieder in Richtung Ansitze weiterziehen. Schau mal auf die Uhr. 14 Minuten. Also ein kleines bisschen haben wir noch. Folge ist noch nicht ganz komplett. So langsam wird hier das Gebiet dann doch wieder unübersichtlicher. Außerdem haben wir die 1700 erreicht. Also gehen wir wieder in die Hocke runter. Sind damit wieder etwas unauffälliger. Es ist natürlich trotzdem, jede Bewegung kann auffällig sein. Also es kann auch sein, dass wenn ihr jetzt hier einfach hocken bleibt und euch dreht, ist auch schon eine Bewegung, die kann schon sein, wenn das Tier nah genug dran ist und auch gerade Aufmerksamkeit in eure Richtung hat, dass das schon reicht, dass das Tier euch wahrnimmt und abhaut.
Da hinten rennt was. Das sieht mir aus wie eine Sau. Ist gerade hinterm Buckel da. Ja. Ist es eine Sau oder ist es ein Keiler? Es ist eine Sau, also eine Bache. Keiler oder Bache sind ja beides Sau. Sau, also das Ungeschlechtliche in dem Fall. Zwar Wildsau, kein Hausschwein, keine Haussau, sondern eine Wildsau oder in dem Fall verwilderte Sau. So, Weißwedel hier Schweibchen ziehend. Ja, Weißwedel kommen hier im Gebiet auch vor. Aber ich muss sagen, bei dem Ansitz habe ich doch häufiger Maultierhirsch als Weißwedelhirsch. Deswegen hatte ich Weißwedelhirsch dort jetzt auch nicht direkt aufgezählt mit dem, was ich hier in der Gegend eben häufig erlege. Gut, ich würde aber sagen, für heute war es das. Wir jagen morgen weiter. Daumen nicht vergessen. Und ja, dann sage ich bis morgen. Weidmannsheil und ciao, ciao.